Aloy, gut gekämpft. Ateka, das waren keine normalen Maschinen. Rebellen hatten sie überbrückt. Regala, selbst besiegt hat sie Einfluss. Wie fing das an? Wir kämpften uns flussaufwärts bis hier. Und dann fanden wir das. Wir wollten genauer nachsehen. Wir waren gerade beim Aufstieg, als diese Maschinen angriffen. Sie waren wohl auf Patrouille. Tote Maschinen, ein vergifteter Fluss und Regalas Rebellen. Das kann kein Zufall sein. Du hast recht. Ruh dich aus. Und geh zurück nach Dornmarsch. Die kleine Sella wartet auf dich. Aloy und ich übernehmen jetzt. Ja, Kommandantin. Wenn dort Rebellen sind, könnte es eine Falle sein. Wir kämpfen uns durch, so oder so. Bist du dabei? Los, ab nach oben. So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Horizon Forbidden West. Ihr habt gerade die Zwischensequenz gesehen und es ist jetzt ein Jahr her, dass das Spiel erschienen ist. Und nicht nur ist es eine Feier zum Einjährigen, sondern auch, es ist bei Extra dabei. Ihr könnt jetzt bei PlayStation Plus Extra spielen. Eines der besten Exclusives, wie ich finde, für PS5. Und dieses Spiel zeigt wirklich, was die PS5 kann. Und obwohl das Spiel auch auf PS4 rausgekommen ist, hat man nicht das Gefühl, dass sie bei der PS5 irgendwie die Bremsen anlegen mussten oder irgendwie ja, Technik zurückgelassen haben, sondern ich habe wirklich noch nie ein Spiel gesehen. Es gibt wirklich sehr hübsche Games auf PS5, aber dieses Spiel hier sieht einfach nur absolut fantastisch aus. Und ihr werdet es auch im Laufe der Quest sehen, dass das Spiel echt voll aus den Vollen schöpft, was die Power der PS5 angeht. Ich denke, natürlich geht noch mehr. Es wird ja auch Horizon 3 kommen und so weiter. Aber ja, es ist schon wirklich beeindruckend, was dieses Spiel auf der PS5 grafisch zeigen kann. Nicht nur die Texturen, auch die Vegetation. Und wenn man sich vorstellt, wie groß diese Open World ist, sie ist jetzt nicht so groß wie zum Beispiel Odyssey oder andere krasse Open World Games, aber sie ist schon groß und trotzdem kann man mit dem Fotomodus in jede Textur reinzoomen und man findet keine einzige Textur, die irgendwie verwaschen ist oder irgendwie nicht gut aussieht. Also es ist absolut Wahnsinn, auch Aloy, die ganzen anderen Charaktere, die hier dabei sind, einfach Wahnsinn. Und ja, wir spielen hier gerade eine Quest. Ich meine, ich habe schon Platin, ich habe schon alles gemacht eigentlich und habe immer noch Quests, die ich tun kann. Also ich habe noch nicht 100%, aber ich habe eben schon Platin und ich finde das Spiel einfach nur grandios. Ich kann jedem nur empfehlen, der ein PlayStation Plus Extra Abonnement hat oder eventuell jetzt sich vielleicht ein PlayStation Extra Abonnement holt, spielt das Spiel. Es ist wirklich Wahnsinn. Wenn ihr noch ein bisschen was übrig habt für Open World Games, dann solltet ihr in das Spiel definitiv mal reinschauen und euch das dann mal aufs Auge legen. Ist echt sehr super. Ja, des Weiteren gibt es auch als Dankeschön von Guerrilla Games neue Avatare, die man sich runterladen kann. Die kann man sich eben runterladen, kostenlos. Da gibt es einen Code dafür. Ich werde den unten in der Videobeschreibung dann mal reinschreiben für Europa. Und da könnt ihr euch dann 16 neue Avatare runterladen. Oder ich glaube, müssten fast 16 sein. Oder ungefähr 16, ich weiß nicht. Mehr als 10 auf jeden Fall. Und den könnt ihr euch dann runterladen. Aber es gibt auch schon ansonsten schon Avatare fürs Spiel, wenn man zum Beispiel auf der PS5 ist. Aber ja. Des Weiteren kommt ja dann im April, also genau am 19. April, kommt ja die Erweiterung Burning Shores. Teil 1 hat ja schon eine Erweiterung bekommen, Frozen Wilds, was auch richtig, richtig gut war. Jetzt kommt dann für Horizon Forbidden West Burning Shores. Und diese Erweiterung ist auch nur auf PlayStation 5 verfügbar, weil sie eben die volle Power der PlayStation 5 nutzen wollen. Das heißt, alle Leute, die auf der PS4 dann den DLC zocken wollen, müssen halt warten, bis sie dann eine PS5 haben. Ich weiß auch nicht, warum sie das so entschieden haben, aber ich denke mal, es ist irgendwann Zeit, auch die PS4 hinter sich zu lassen, um die volle Power der PS5 zu nutzen. Und dadurch, dass ja jeder ein kostenloses Upgrade bekommt für die PS5-Version, heißt es, sobald ihr dann eine PS5 habt, könnt ihr dann auch in den Genuss des DLCs kommen. Ich werde definitiv auch dann am 19. April oder
vorher, wenn ich schon reinschauen kann, euch dann ein Video zum DLC machen. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Ich zeige ja immer die erste Stunde. Dann mache ich mal ein paar andere Gameplays dann noch dazu, meistens, um euch zu zeigen, was der DLC zu bieten hat. Ja, aber da werde ich definitiv auch reinschauen. Und ich meine, es kommt sowieso Horizon 3 raus. Das ist eh klar. Und das werde ich dann auch noch zeigen. Aber das wird eh noch dauern, bis das kommt. Ja, aber ich finde persönlich Horizon Forbidden West einfach nur grandios. Nicht nur, dass man ja hier die Möglichkeit hat, entweder Stealth zu machen oder eben anzugreifen. Man hat ja hier die Wahl, wie man vorgeht. Was ich persönlich auch gut finde, dass man eben selber entscheiden kann, ob man jetzt hier auf Action geht oder auf Stealth. Ihr seht es ja die ganze Zeit, ich schalte ja die meisten hier auch aus. Ohne dann irgendwie hier ne, die Leute zu alarmieren. Es ist zwar nicht immer einfach, kommt drauf an, welche Position man gerade einnimmt oder an welchen Außenposten man ist, aber die meiste Zeit kann man das schon Stealth machen. Ich versuche das auch meistens. Ich bin eher so einer, der versucht reinzugehen und rauszugehen, ohne entdeckt zu werden. Klar, die große Maschine dort, die ist nicht umzugehen, also die muss man klar dann auch besiegen. Der, wo das Schild hat, der ist dann auch immer ziemlich anspruchsvoll, weil man muss auch meistens dann erst das Schild wegmachen. Aber ja, ich finde es wirklich schön, dass man auch durch den Scanner dann seine Umgebung scannen kann und dadurch sieht man dann, okay, wo sind Gegner, wo kann ich irgendwie dann mir die Gegner ausspähen. Und dann kann man auch die Waffen der verschiedenen Maschinen benutzen, um dann hier ordentlich Schaden zu verursachen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe schon eine aufgehoben gehabt. Die hebt man sich dann meistens auf, wenn man gegen die Maschine kämpft. Und auch wenn man dann die verschiedenen Parts einer Maschine abschießt, hat man da wieder die Möglichkeit, dann die Waffen zu benutzen, die an der Maschine hängen. Also da muss man sich dann keine Sorgen machen. Und die machen wirklich extrem viel Schaden an den Maschinen. Die Kämpfe sind sowieso das Beste am ganzen Spiel, finde ich, also mit das Beste, weil die Kämpfe sind anspruchsvoll, man muss wirklich alles nutzen, ihr seht ja, wie viele Waffen ich hier habe, man muss wirklich alles nutzen, was man hat, um die Maschinen zu besiegen. Jede Maschine kämpft anders, jede Maschine hat andere Arten, wie sie angreift, und das finde ich grandios gelöst. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie einfach jede einzelne Maschine andere Animationen hat, andere Verhaltensweisen. Und man sich wirklich komplett neu auf jede Maschine einstellen muss und komplett anders kämpfen muss. Klar, die einen gehen schneller down, die anderen weniger schnell. Aber das ist wirklich unfassbar toll gemacht, wie hier die einzelnen Maschinen sich verhalten. Und man hat dann selber die Möglichkeit zu gucken, okay, welche Waffen nehme ich mit? Dadurch, dass man hier auch so viel Auswahl hat an unterschiedlichen Waffen. Ja, man hat ja die Fallen zum Stellen, die kann man dann aufstellen. Man kann dann auch seinen ganzen Kampf planen, ja. Man kann die ganzen Fallen aufstellen, man kann sich um die Maschinen rumschleichen. Dann stellt man die Fallen auf und sagt sich, okay, jetzt stelle ich hier links und rechts die Fallen auf. Und dann, bevor ich entdeckt werde, mache ich erstmal meine Fallen, dann bereite ich mich richtig vor und dann greife ich an. Und wenn die Maschine dann in die Fallen läuft, nimmt sie wieder Schaden. Und dann gibt es ja auch die ganzen Elemente. Ja? Man hat Gift, man hat verschiedene andere Sachen wie Blitz, Eis und so weiter. Und das kann man dann auch verwenden, um dann die einzelnen Stärken und Schwächen der Maschinen auszunutzen. Und ihr seht es ja hier, ne? Ich schalte die ganzen Leute dann lautlos aus und dann kann ich mich der Maschine widmen. Man kann das auch komplett anders machen. Man kann reinrennen, einfach Action machen. Das ist eben das Tolle an dem Spiel, dass man diese freie Wahl hat, wie man vorgeht. Man geht schleichend rein, man geht volle Rambo-Art rein. Das kann man machen, wie man will, aber trotzdem supportet das Game auch diese Spielstile. Das heißt, ob ihr jetzt Action macht oder ob ihr jetzt schleichend reingeht, beides funktioniert, aber es ist halt eine unterschiedliche Herausforderung. Es ist genauso schwer, alles zu schaffen, ohne entdeckt zu werden, wie wenn man reingeht und einfach drauf loskämpft, weil dadurch dann der Kampf auch schwieriger wird. Es gibt ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, Schwierigkeit eben, und dadurch kann man sich dann auch nochmal einer neuen Herausforderung stellen und es dann nochmal sich selber ein bisschen schwerer machen, wenn man das möchte. Ich spiele ja immer erst auf leicht die Spiele durch, einfach aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass ich jetzt 5 Stunden an einer Stelle hänge. Und dann mache ich eh die Trophäen, dann spiele ich auf schwer durch oder auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil ja das meistens auch mit Trophäen verbunden ist. Und dann habe ich dann da nochmal eine Herausforderung. Aber das erste Durchzocken mache ich immer auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, einfach weil ich die Story genießen will. Ich will die Geschichte genießen, ich will die leichten Trophäen machen, ich will alles andere machen. Und dann stelle ich mir der Herausforderung auf schwer oder auf extrem schwer, was es dann eben gibt, um die Trophäen zu machen.
Das ist halt auch super gut. Es gibt extrem viele Barrierefreiheitseinstellungen. Das heißt, man kann sich das Spiel auch nochmal ein bisschen einfacher machen oder gewisse Einstellungen, wie zum Beispiel, dass Aloy die Sachen aufhebt, automatisch, ohne dann immer eine Animation zu haben, ist eine sehr gute Einstellung. Und dann hebt sie einfach die Sachen so auf, ne? Man hat normalerweise immer eine Animation, wenn sie Sachen aufhebt. Hier ist es dann aber so, dass man das einstellen kann, dass sie einfach das aufhebt und man kann einfach weiterrennen, drückt die ganze Zeit Dreieck und sie macht es dann automatisch. Man kann es, glaube ich, auch einstellen, dass es einfach automatisch passiert, je nachdem. Das kann man alles machen, aber ja, ich finde es einfach super, dass die Einstellungen hier drin sind. Aber Sony ist ja sowieso in dem Bereich Vorzeigefirma, was die Barrierefreiheitseinstellung angeht. Auch in Last of Us und anderen Sony Games ist es ja wirklich immer dabei. Und auch God of War Ragnarok zum Beispiel. Und ja, ist richtig gut gemacht. Dann gibt es Spezialattacken, die man hat. Ihr seht ja unten die lila Leiste. Das ist dann die Leiste für die Spezialattacken, die man dann machen kann. Und da hat man dann nochmal die Möglichkeit, verschiedene Superangriffe zu machen. Ich habe jetzt den drin, wo man so eine Schockwelle gibt. Da gibt es auch verschiedene, die man einsetzen kann. Ich habe auch noch nicht alle Fähigkeiten freigeschaltet, weil es eben so viele verschiedene gibt, die man sich dann auch holen kann. Und ich habe noch sehr viele Quests, die ich erledigen kann. Also, es ist richtig großer Umfang und man kann mit dem Spiel, selbst wenn man schon Platin hat, noch richtig viel Zeit investieren, die ganzen Geheimnisse zu entdecken, die ganzen Audio-Files und die Nachrichten, die man dann noch entdecken kann. Ne, da gibt es richtig viel, was man sich da holen kann. Jetzt seht ihr hier unten, ne, das ist dann der eine Boss oder zumindest halt einer der stärkeren Leute, die dann hier sind. Ich habe jetzt hier so eine Giftwaffe, die ich hier verwenden kann. Und jetzt kann ich auch den Superangriff mal verwenden. Ne? Das ist dieser Schockwellenangriff, der ist richtig toll und die Inszenierung dabei ist auch super. Also es sieht wahnsinnig toll aus. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene, die man verwenden kann, je nachdem, welchen Spielstil man eben hat. Und jetzt, wo eigentlich die ganzen Leute ausgeschaltet sind, kann man dann die Maschine eben versuchen auszuschalten. Und so kann man dann den ganzen Angriff planen. Ihr habt ja gesehen, ne? Ich schalte erst die Leute aus, dann gehe ich zur Maschine. Und man kann es dann auch so machen, wie ihr es gesehen habt, dass die Maschine halt erstmal hinten ist, ne? Die hat mich ja zeitlang nicht bemerkt. Und jetzt versuche ich dann eben gegen die Maschine zu kämpfen. Und die Kämpfe sind, wie gesagt, super inszeniert. Die machen richtig Spaß, sind aber auch echt anspruchsvoll. Also es gibt manche Kämpfe, die können schon mal 10 Minuten bis Viertelstunde dauern oder länger. Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man dann spielt oder ne, welche Waffen man dann dabei hat. Es kommt ja auch darauf an, dass man die Upgrades für die Waffen macht, was ja auch eine Möglichkeit ist, dass man die ganzen Waffen upgraden kann, dann mit Ressourcen stärker machen kann, ne, und dann auch die verschiedenen Buffs und so weiter dann nochmal verstärkt. Genauso mit den Rüstungen, die kann man auch upgraden und dann seine Rüstungen nochmal stärker machen. Ihr seht ja, ne, ich kombiniere dann immer mit dem, dass ich die Maschine festhalte mit der, mit dem Seil, wo man die dann festbinden kann, damit die sich nicht so leicht bewegen können. Das funktioniert bei der einen oder anderen Maschine besser. Man muss dann auch gucken, welches Element man verwendet. Ne, den Speer nehme ich auch oft, weil den kann man reinwerfen. Da gibt es dann auch unterschiedliche, manche, die Feuerschaden machen, manche, die dann Blitzschaden machen oder andere Elemente. Und ja, die kann man dann auch verwenden und reinwerfen. Und dadurch ist es dann so, dass dann die Maschinen eben, ne, wie ihr seht, hier Blitzschaden bekommen oder dann Feuerschaden. Und wenn man das richtig nutzt, dann geht es auch ziemlich krass schnell von der Energie der Maschinen dann weg. Ihr seht ja auch die ganzen Kanister, die dann dranhängen. Mich hätte jetzt auch noch die Maschinen nach Schwachstellen scannen können. Die kann man dann nochmal separat markieren, die Schwachstellen, die dann auch extra nochmal abschießen. Also, man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten. Wenn man die Kämpfe und wenn man sich gut vorbereitet auf die Kämpfe, dann kann man auch eine Maschine innerhalb von Sekunden ausschalten. Ne? Ich habe da manche Leute gesehen auf YouTube, da gibt es Leute, die schalten eine Maschine auf höchsten Schwierigkeitsgrad in, weiß ich, 30 Sekunden aus, weil die halt ihre Abstimmung und ihre Upgrades so gemacht haben, dass es halt richtig schnell geht. Ne? Also, wenn man das richtig plant und sich da super drauf vorbereitet, dann geht es hier wirklich sehr, sehr easy. Und ich mag einfach diese Seile, die die Maschine am Boden festbinden, denn dann kann man auch ziemlich gut planen, wie man angreift. Wie ihr aber seht, funktioniert es bei der einen Maschine gut, bei der anderen nicht so gut. Bei denen hier ist es ein bisschen schwieriger, weil die halt wirklich extrem stark sind und dann nicht so, ja, hängen bleiben am Boden.
Und ich finde auch das Design der Maschinen richtig gut. Also die sehen richtig toll aus. Und wenn man dann zum Beispiel auch eine Maschine besiegt hat und dann neben ihr steht und die Details sich mal anschaut, ja, man sieht wirklich jedes kleinste Rädchen und jede Funktion, die dann bei der Maschine eben ihre einzelnen Funktionen hat, ne, das sieht man dann auch nochmal. Ihr seht jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich Gift, ne, also diese Gift-Variante verwendet und dann seht ihr richtig, wie das Gift auf der Maschine dann kleben bleibt und so weiter. Das ist ja auch so, wenn man die verschiedenen Maschinenvarianten dann hat, die haben dann auch zum Beispiel, die einen hat dann Gift, zum Beispiel gibt es ja auch die Schlangen im Spiel, die man bekämpfen kann, und wenn man dann die Schwachstellen abschießt, dann wird die eben auch voller Gift und das macht dann nochmal extra Schaden. Man kann dann auch die verschiedenen Waffen der Maschinen abschießen und dann, wenn man die abschießt, können die halt nicht mehr so leicht gegen einen kämpfen, weil die Waffen dann weg sind. Man kann die dann wiederum aufheben und die dann gegen die Maschinen verwenden. Also man hat so viele Möglichkeiten, hier die Kämpfe für sich ja zu verändern, wie man das möchte, und man hat dann ultra viel Spaß damit. Also was das angeht, ist es echt krass, wie viele verschiedene Arten von Spielweisen man hier verwenden kann. Auch was die unterschiedlichen Waffen angeht, die man verwenden kann. Ne? Man kann auf Distanz kämpfen, weil es gibt ja dann auch die Pfeil- und Bogen-Varianten, wo man mehr auf Distanz Schaden macht. Dann gibt es welche, die dann auf kürzere Distanz besser sind. Also die Waffenvielfalt und genauso die Maschinenvielfalt wird hier groß geschrieben. Und dann gibt es noch die Umgebung, die man mitverwenden kann. Ihr seht ja immer wieder, wenn man sich dann wo hochzieht, da gibt es dann die Möglichkeit, das zu machen. Oder man hat dann auch die Möglichkeit, die verschiedenen Waffen, wenn man die von den Maschinen hat, auch dann an der Umgebung verschiedene Sachen zu zerstören. Dann fliegen zum Beispiel Steine runter oder man hat die Möglichkeit dann auch in der Umgebung verschiedene Fallen auszulösen, die dann nur an bestimmten Stellen sind. Das ist einfach Wahnsinn, finde ich. Und das ist auch das Schöne an eben Horizon, dass es einem so viele Möglichkeiten bietet und man sich selber einfach aussucht, was man davon verwenden möchte und was nicht. Ihr könnt auch die Hälfte der Waffen ignorieren, wenn ihr sagt, ey, ich möchte nur mit der einen Waffe kämpfen oder mit der und der kämpfen, mit der fühle ich mich am wohlsten, dann kann man die auf die volle Power upgraden und dann spielt man eben damit. Also das ist auch möglich. Und da wiederum, finde ich, hat Horizon ein sehr hohes Alleinstellungsmerkmal, allein was das angeht. Wie gesagt, das Setting, die Maschinen, das Design ist super gemacht und gibt einem einfach ein tolles Gefühl für diese Atmosphäre vom Spiel auch, weil das ja, ne, in dieser Zeit spielt, wo halt die Menschen ein bisschen, ne, ja, weniger geworden sind und dann auch die Maschinen wieder mehr die Welt erobert haben und dann halt die Vegetation auch ein bisschen mehr wieder geworden ist. Und man spielt aber trotzdem auch an bekannten Orten in Amerika, wo man dann hinkommt, und die Orte erkennt man dann auch. Das ist richtig toll gemacht, weil es gibt hier zum Beispiel in Forbidden West auch Las Vegas. Und dann, wenn man dorthin geht und zum Beispiel bei Nacht hingeht, dann sieht man da richtig schöne verschiedene, ja, Silhouetten und atmosphärische Lichtspielereien, die dann da sind. Und jedes Mal, wenn dann zum Beispiel Ostern ist oder wenn Silvester ist oder wenn verschiedene andere Events sind, die man in echt feiert, dann wird es auch im Spiel gefeiert an der Stelle. Dann sieht man dort zum Beispiel an Ostern Hasen rumfliegen oder an Silvester ist da Feuerwerk oder an verschiedenen anderen Tagen ist dann immer was, was halt mit dem Tag, den man dann feiert, zu tun hat. Und das finde ich auch schön, dass sie sowas dann ins Spiel einbauen, um, ja, das dann auch gebührend dort zu feiern. Das finde ich auch richtig toll. Dann die ganzen Bereiche in der Open World, ne? Es ist ja richtig abwechslungsreich, auch was die Open World angeht. Also da haben sie richtig, richtig viel Liebe zum Detail reingesteckt und sich super viele Gedanken gemacht, wie man das Ganze dann implementiert. Und das wird auch dann im DLC fortgeführt werden. Und da geht es ja dann noch ein bisschen weiter in der Story auch, und natürlich auch was die Map angeht, wird es auch da dann nochmal in eine ganz andere Richtung gehen und es wird dann auch wieder neue Monster geben, neue Waffen und auch neue Outfits. Ich finde ja gerade auch, was die Outfits angeht, richtig toll, was für unterschiedliche Arten man dort dann auch wieder hat, sich dann zu kleiden mit dem Hauptcharakter. Und ihr seht es ja auch, ne, wenn man hier guckt, wenn man da runter schaut, die Weitsicht ist toll und alles, was man sieht, kann man auch besuchen. Also wirklich jedes Detail, das ihr gerade seht, jede Ecke, die man hier sieht, dort kann man hin.
solange es vom Spiel gerendert wird und solange es zu sehen ist und ihr könnt dorthin. Es gibt natürlich auch Grenzen vom Spiel, man kann jetzt nicht überall hin, aber es ist möglich, eigentlich so jedes Detail, wo man hingucken kann, auch hinzugehen. Und es ist einfach richtig toll gemacht. Was ich auch super finde, sind die ganz großen Gegner, die dann im Spiel sind. Es gibt dann so eine Art Fledermaus als Gegner. Dann gibt es einen Mammut, da sind die Kämpfe auch richtig, richtig toll gegen die. Und dann gibt es ja den T-Rex, den man schon aus Teil 1 kennt. Jetzt hier habe ich zum Beispiel noch eine Waffe gefunden, mit der hätte ich nochmal richtig Schaden machen können. Also wenn man die Waffen der Maschinen findet, damit macht man wirklich extrem viel Schaden. Die sind so stark, weil die halt auch von den Maschinen sind. Aber wenn dann die selber getroffen werden, da kann man auch die Schwachstellen viel besser dann kaputt machen der Maschinen. Ist richtig, richtig super. Und ja, auch was die Nebenmissionen angeht, die sind alle super. Also ich habe noch keine Nebenmission gespielt, die nicht irgendwie interessant ist oder eine interessante Story hat oder einen interessanten Storyverlauf. Da gibt es auch so viel Abwechslung, was das angeht. Die Nebenmissionen sind alle irgendwie gut gemacht, die haben immer was mit der Geschichte der Welt oder den Charakteren, die sich darin befinden, zu tun und erzählen einfach so tolle verschiedene Geschichten. Man erfährt mehr über die Welt, man erfährt mehr über die Umgebung oder um den Ort, an dem es sich gerade abspielt und die Orte sind einfach wunderschön gemacht. Es gab so viele Stellen, wo ich einfach nur da stand und die Kinnlade nach unten geflogen ist. Also allein schon von der Grafik, von dem, wie es aufgebaut war und was da passiert ist. Ich bin stellenweise wirklich, ich war mit offenem Mund dagestanden und habe mir gedacht, wow, wie schön kann man eigentlich ein Spiel designen, wie schön kann man ein Spiel rendern. Und hier in Horizon Forbidden West ist es wirklich so oft gewesen, dass ich einfach da stand, geguckt habe, die Musik gehört habe und dann einfach, ich war am Genießen. Ich war einfach da und war verzaubert von dem, was ich gesehen habe. Und dann habe ich den Fotomodus angemacht und tolle Fotos gemacht. Das macht man auch irgendwie an jeder zweiten Stelle im Spiel, weil es eben möglich ist, dann dort Fotos zu machen. Der Fotomodus ist auch richtig toll. Da gibt es so kreative Leute in der Community, die ganz tolle Fotos machen. Und ich werde euch dann auch in der Videobeschreibung das 1-Jahr Anniversary Video von Guerrilla Games verlinken. Dort sprechen die dann nochmal drüber, was für eine Arbeit es für sie war, das Spiel zu machen und auch generell, was die Community ihnen bedeutet. Aber jetzt gucken wir nochmal in die Zwischensequenz rein, die jetzt gleich kommt, weil wir jetzt die Quest fast abgeschlossen haben und danach werde ich dann noch ein bisschen weiter über Forbidden West reden. Ich finde es, wie gesagt, richtig toll und auch die Quests, ihr seht es ja gerade auch im Hintergrund, sind richtig schön gemacht. Dann hören wir uns gleich wieder nach der Zwischensequenz und dann geht's weiter mit dem Video. Bis gleich. Du mit der Balliste feuern, während ich das Ding aufhalte? Schon dabei. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Festhalten! Oh, hoffe, das funktioniert. Geschafft. Ateka? Es ist fort. Nach all der Zeit sind wir das giftige Wasser endlich los. Danke, Aloy. Ich muss zurück nach Dornmarsch. Komm zu mir, wenn du kannst. Du verdienst eine Belohnung. Ich muss zurück nach Dornmarsch. So, das wäre auch geschafft und ihr habt es gesehen, ne, die haben hier einen Damm gebaut und haben dadurch verhindert, dass eben, ja, nicht nur die Maschinen dort weiterkommen, sondern dass auch das Wasser, was dort runter gefallen ist, kann man so sagen, durch den Wasserfall und so weiter, dass es eben verschmutzt bleibt, dass es nicht gereinigt wird. Auch das finde ich richtig toll gemacht, dass man immer etwas zu der Story und zu den Charakteren dort erfährt. Also super. Und dann der Weg nach unten, richtig schön mit dem Gleiter, wo man dann nach unten gehen kann. Also einfach super gemacht. Ja, jetzt sind wir gleich dann hier
bei der nächsten Sequenz. Die hören wir uns dann auch nochmal an. Und dann werde ich noch ein bisschen was zum Spiel erzählen. Ist auch wieder ein ganz toller Ort, wo man jetzt sich hier befindet. Aber wir hören uns dann gleich wieder. Das Brett ist bereit, falls jemand Lust auf eine Partie... Einzelteile erkennen konnte. Folge den Aloy, ich erzähle, was du am Damm vollbracht hast. Wir beide. Wir waren es gemeinsam. Das stimmt. Sieh dich um. Dornmarsch ist vom Blutjoch befreit. Wir müssen das Gift nicht mehr fürchten. Zum ersten Mal seit Monaten können wir unsere Wunden mit sauberem Wasser reinigen. Und wie fühlst du dich, Sella? Bereit für die Jagd. Noch nicht, kleine Kriegerin. Ich versprach dir eine Belohnung, die angemessen ist. Ich wüsste nichts Passenderes als das. Danke. Wohin dich deine Reise auch führt, Aloy, fliege stets auf den Flügeln der Zehn. So, das war's dann auch mit der Quest. Und ja, ich kann nur sagen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, schaut euch das Spiel mal an, wenn ihr extra habt, oder holt es euch am besten jetzt, weil dieses extra Update, was diesen Monat rauskommt, ist wirklich grandios. Ich werde euch unten auch in der Videobeschreibung den Blog zum extra Update verlinken. Da kommt zum einen das PS1 JRPG Legends of Dragoon rein, was richtig gut ist. Also da kommen so viele geile Updates, richtig, richtig nice. Ihr seht auch hier im Hintergrund nochmal die Map. Ne, ist wirklich sehr, sehr schön groß, aber auch abwechslungsreich gestaltet. Ihr seht die verschiedenen Biome, die es hier gibt, die man besuchen kann. Ihr seht, ich habe noch sehr viel zum Erledigen, obwohl ich schon Platin habe, obwohl ich schon über 80 Stunden Spielzeit habe. Richtig viel zu tun, und ihr seht ja noch viele Nebenquests, noch viele Sachen, die ich entdecken kann oder machen kann. Genauso bei den Fähigkeiten, die verschiedenen Maschinen, die verschiedenen Audio-Files, die ich noch finden kann. Da gibt es noch so viel für mich zu tun, und ich freue mich drauf, das alles noch zu machen. Ich werde da so viel Spaß weiterhin noch haben. Und dann kommt ja dann auch am 19. April schon Burning Shores. Das heißt, nicht mehr allzu lang, bis dann der nächste DLC kommt. Den werde ich dann auch spielen. Klar, auch für euch dann ein Video machen und dann da mal reinschauen. Aber Horizon Forbidden West ist einfach für mich eines der besten PlayStation 5 Titel, die man zocken kann. Ich spiele ja sowieso eigentlich jeden Exklusivtitel, den es gibt auf der PS5, genauso auf der Series X natürlich, aber ja, finde ich einfach richtig gut. Auch die Outfits, die es hier gibt, die ihr gerade gesehen habt bei mir, das ist nur ein Bruchteil von dem, was es gibt im Spiel. Man hat ja dann noch neues Spiel Plus, wenn man das dann spielt, da gibt es nochmal neue Outfits, nochmal neue Gesichtsbemalungen, was ja auch toll ist, dass man sein Gesicht dann verändern kann und bemalen kann. Da gibt es auch nochmal richtig viel. Ja, es ist, wie gesagt, unfassbar Wahnsinn, was man hier für sein Geld bekommt. Richtig viel Umfang, richtig viel zu tun und tolle inszenierte Geschichte. Die Story an sich ist sowieso schon super gemacht. Es wird super schön weitererzählt von Horizon, eben vom ersten Teil zum zweiten Teil. Der DLC wird mit reingenommen, und jetzt der neue DLC kommt dann am 19. April. Dann gibt es ja noch das VR-Spiel Call of the Mountain, was für PSVR 2 rauskommt, was man dann auch nochmal spielen kann. Und wie gesagt, die Open World ist wunderschön gemacht. Man fängt ja ganz rechts dann an, man arbeitet sich immer weiter vor, eben zum Westen arbeitet man sich vor, wie das Spiel ja schon heißt. Und man hat so viel tolle Nebenmissionen, die Charaktere, die einzelnen Stämme, die auch im Spiel sind, die sehen so super aus. Ja, die Qualität dieser Stämme und wie die bemalt sind und die verschiedenen Arten, wie sie sich dann verhalten, ist auch so toll gemacht. Und ich könnte die ganze Zeit von dem Spiel schwärmen, und ich kann auch verstehen, wenn das nicht jedem gefällt, ne? Wenn nicht jeder dann irgendwie Spaß damit hat. Hier zum Beispiel seht ihr gerade Las Vegas im Hintergrund, ne? Was ich vorhin auch erklärt habe, was dann im Hintergrund dieses Leuchten hat und so weiter. Aber ja, ist wirklich ein grandioses Spiel. Schaut es euch mal an. In Extra ist es jetzt dabei. Da könnt ihr dann das Spiel euch anschauen, das Spielen. Und wie gesagt, es ist kostenlos für die Leute, die Extra haben. Schaut es euch mal an. Probiert es mal aus. Es ist, wie gesagt, es tut euch nicht weh. Und wenn es euch nicht gefällt, dann habt ihr es zumindest probiert. Und dann wisst ihr, hey, okay, ist vielleicht nichts für mich.
Das soll es dann auch von mir gewesen sein soweit. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in Horizon Forbidden West. Gibt ihr noch mehr Videos, die ich zum Spiel auf dem Kanal gemacht habe? Schaut da mal rein. Ihr könnt auch zum ersten Teil dann Videos finden. Und das soll es dann von mir gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Links sind unten in der Videobeschreibung, Trailer und alles auch. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Monster und viel Spaß beim Zocken.